Millas Baby ist vielleicht behindert und dann streiten sie und Mike sich deswegen auch noch andauernd. Ich meine, die beiden sind doch eigentlich ein Team. Und eine lange Zeit dachte ich auch, nichts und niemand kriegt die auseinander. Aber im Moment mache ich mir einfach echt Sorgen. So krass viel, wie die sich streiten und einfach bei nichts einig sind, was das Kind betrifft. Fuck, Mann, mir tut Miller einfach so ein Leid. Du hast mir zwar geschrieben, dass du in Dresden übernachtest, aber danach musst du einfach dein Handy aus. Hab ich nicht ganz verstanden. Ist alles gut zwischen uns? Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Ich musste nachdenken. Hm. Hast du eine Ahnung, worüber? Kannst mir denken, ja. Ja, genau. Ich frag mich, warum du diese Fruchtwasseruntersuchung nicht machen möchtest. Wir wissen's. Wir hätten das Ergebnis, ob das Kind eventuell Trisomie 21 hat, ja oder nein. Ich habe aber Angst davor. Ich auch. Ja. Aber trotzdem würde ich es machen. Ich nicht, weil ich will das Kind ja so oder so bekommen. Ist ja mein Körper, meine Entscheidung. Eben. Mein Körper, meine Entscheidung. Super egoistisch. Okay. Hey. Das sollte unsere Entscheidung sein. Das ist ja auch nicht nur dein Kind. Jetzt, als ob ich dich kompletter. Also, machst du? Als ob du mich nicht dabei haben möchtest? Das stimmt bei der Entscheidung gar nicht. Doch, so ist es doch. Wieso fragst du mich nicht? Wie sehe ich das? Nee, mein Kind, mein Körper. Ich mache das, was ich möchte. Wer bist du? Jemand, der nicht die Klappe hält. Mhm. Wir sollten eigentlich ein Team sein. Ja, das sind wir vielleicht in Matrix. Aber nicht bei der wichtigsten Sache, die uns gerade bevorsteht. Deswegen. Gut, dann. Okay, dann akzeptier bitte einfach meine Entscheidung. Ich werde das Kind bekommen. Punkt. Aus Ende macht der keinen Sinn mehr. Alles klar. Hey, guten Morgen, mein Schatz. Na, was möchtest du? Zur Schule. Okay. Viel Spaß, ja? Mhm. Warum versteht er nicht, dass ich diese Untersuchung nicht machen möchte? Merkt er nicht, wie viel Angst sie mir selber macht? Kann oder will er mich nicht verstehen? Du bist süß, Tara. Ja, hast du die Herzchen gesehen? Ja, hier. Genau sowas brauche ich. Ist eigentlich irgendwas passiert? Geht's dir gut soweit, oder? Es passiert jeden Tag was. Und das nur Negatives. Okay. Wie heute Morgen, Mike und ich sind gerade nur noch am Streiten. Nur noch am Fetzen. Er versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht. Seitdem das Thema auf dem Tisch liegt, hat unser Kind Trisomie 21 oder nicht? Ich meine, hat mir Mike nicht mal versprochen, dass wir alles zusammen schaffen werden? Sei es mit dem Umzug, sei es mit Matrix, aber jetzt noch viel wichtiger mit dem Baby? Nee, ich habe gerade von ihm irgendwie nur das Gefühl, dass er mir in meine Entscheidungen reinreden will. Jedes Mal, wenn wir wieder versuchen, miteinander zu reden oder wenn ich auf ihn zugehen will, setzt er mich unter Druck, dass ich diese beschissene Fruchtwasseruntersuchung machen soll. Tara, ich will sie nicht machen. Ich will nicht die Gewissheit haben, ob es behindert ist, weil ich mir dann die Frage stellen muss, ob ich es überhaupt auf die Welt haben möchte, ob ich es gebären will. Ja, okay, aber... Ich habe ja selber mega Panik. Ich habe mega Angst, natürlich. Aber ich habe gestern auch den ganzen Tag mit Luna verbracht. Um der Panik irgendwie entgegenzuwirken. Aber das ist irgendwie... Ach, das mit Mike und mir ist... Ich denke, wir verlieren uns gerade als Paar. Und ich habe Angst, dass es darauf hinausläuft. Also erstmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr euch jetzt als Paar gleich verliert. Aber Mann, Mila, du darfst bei der ganzen Sache nicht vergessen, dass Mike der Papa ist. Und er hat genauso ein Recht drauf, bei dem Kind zu entscheiden, wie es weitergeht, wie du auch. Aber genauso muss er bitte auch mal einsehen, dass er bitte auch mal meine Ängste und meine Entscheidungen akzeptieren und respektieren soll. Und mich nicht andauernd unter Druck setzt.
Ja, okay, und es tut er die ganze Zeit. Okay, aber erstmal eine ernst gemeinte Frage. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen, ein behindertes Kind großzuziehen? Fühlst du dich dem gewachsen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Tara. Ja, und ich glaube, die Zeit musst du ihm einfach auch geben, Bella, weißt du? Ja, ich habe einfach auch nur das Gefühl, dass ich es keinem gerade recht machen kann. Weder mir, Mike, noch diesem Baby. Gut, Löffel brauchen wir noch. Ja, komm an erstmal, okay? Zieh den Ärger aus. Das ist schon krass, was da gerade alles passiert. Millas Baby ist vielleicht behindert und dann streiten sie und Mike sich deswegen auch noch andauernd. Ich meine, die beiden sind doch eigentlich ein Team. Und eine lange Zeit dachte ich auch, nichts und niemand kriegt die auseinander. Aber im Moment mache ich mir einfach echt Sorgen. So krass viel, wie die sich streiten und einfach bei nichts einig sind, was das Kind betrifft. Fuck, Mann, mir tut Milla einfach so ein Leid. Danke, Schatz, dass ich dir dein Ohr abkauen konnte. Mann, jetzt hör mal auf, alles gut. Mann, Girlie, dafür sind doch Freunde da. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dein Leben ist gerade so eine krasse Achterbahnfahrt, dass ich echt froh bin, dass es dir irgendwie besser geht, wenn ich dir wenigstens mein Ohr schenken kann. Danke, Schatz. Ich hoffe auch immer, dass ich einfach irgendwo aussteige, aufwache und es ist irgendwie alles gar nichts passiert, aber nichts da. Nein, glaube ich dir. Ja. Darf ich noch mal ehrlich zu dir sein? Immer, mein Schatz. Ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorgen um dich, muss ich sagen. Okay. Ich glaube, dass du tatsächlich bei der ganzen Sache vergisst, dass Mike der Vater ist. Und genauso wie du hat er auch das Recht darauf zu erfahren, ob euer Kind gesund ist oder nicht. Und Mann, fuck it, ey, wenn er diese scheiß Fruchtwasseruntersuchung unbedingt braucht für seinen Seelenfrieden, dann müsst ihr echt nochmal drüber reden, beide. Weil vielleicht ist es ja genau für ihn die Lösung, einfach damit bestmöglich umzugehen. Weißt du? Und ich kenne dich ja auch, mein Schatz. Wenn du dich erstmal auf eine Sache festgefahren hast, dann siehst du ja auch so ein bisschen weit vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das willst du ja jetzt nicht mit Mike. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Naja, okay. Machen sie nicht immer. Hey, mein Schatz. Amelie. Liebe Grüße. Was? Okay, alles klar. Wo bist du? Okay, Schatz, ich mache mich sofort auf den Weg. Ich bin sofort bei dir, ja? Bis gleich. Liebe, ciao, ciao. Amelie hatte einen Unfall und ihr geht's aber gut. Aber ich werde sie jetzt abholen, okay? Was? Schatz? Nee, warte, ich komme mit. Nee, du bist alleine. Tara, du hast das schon genug gemacht. Bitte hol einfach gerade den Fahrstuhl, okay? Das muss sein. Wirklich? Ja. Was für beschissene Katastrophen kommen denn bitte noch? Kann das mal aufhören? Lassen Sie mich aber vielleicht nochmal untersuchen. Kann da irgendwas sein? Okay. Hey. Hallo, ich bin die Mama. Schenke, alles gut? Gut? Bei mir ist alles in Ordnung. Nein, alles gut. Ich bin über die Straße und dann, ich hatte Kopfhörer drin. Ich habe das Auto nicht gesehen, weder gehört. Und jetzt hat halt das Auto, es hat voll viele Schrammen. Und okay, alles gut. Mein Fahrrad ist auch total hinüber. Ich habe halt, können wir da irgendwie was mit deiner Haftpflichtversicherung machen? Und ich habe halt auch ein Knöllchen bekommen, okay, wegen den Kopfhörern. Mach ich also, es tut mir unglaublich leid. Mach dir jetzt mal bitte keine Platte wegen irgendwelchen Knöllchen oder Versicherung. Dir geht's wirklich gut. Bei mir ist alles in Ordnung. Tut dir irgendwas weh, wenn ich drücke? Nein, wirklich alles gut. Aber der arme Mann hat den Schock seines Lebens und die Einkäufe sind auch... Ich kann doch Fahrrad fahren und ich ärgere mich gerade total über mich selber. Ich hätte einfach nur gucken müssen und dann wäre das alles nicht passiert. Also, mach dir mal jetzt, hör auf mit den Schuldzuweisungen. Okay, dir geht's gut, allen geht's gut, es ist nichts, als hätte schlimmer ausgehen können. Okay, mein Schatz? Okay. Dir geht's an sich, du bist fit. Ja, mir geht's okay. Schönen guten Tag, Bart, mein Name, ich bin die Mama. Hallo. Alles gut? Ja, wenn jetzt... Unglaublich leid. Ja, es passiert. Wenn jetzt irgendwas ist mit Versicherungen etc. Hier sind meine Kontaktdaten, kontaktieren Sie mich, ich übernehme das, ja? Das machen wir. Alles gut soweit? Ja, sogar. Bin nur ein bisschen geschockt. Alles ja, gut, alles ja. Gut. Ist nichts sorry. Passiert, allen geht's gut. Okay. Passiert nicht nochmal. Ich würde Sie jetzt nach Hause bringen. Alles, klar, machen Sie was das. Machen Lassen Sie es liegen, wir räumen es irgendwie weg, alles gut. Sicher? Kommen Sie gesund nach Hause jetzt erstmal. Ja. Gute Besserung. Vielen Dank für alles, ja? Gerne. Dankeschön. Was ist damit? Naja, das ist mein Ständer. Also der Fahrrad. Ja.
Das, nicht wieder ranmontieren und das ist Schrott. Soll ich das Fahrrad nehmen? Nee. Ist dir das so anstrengend? Soll ich dich? Nein. Okay. Danke nochmal für alles, ja? Und tut mir echt leid. Ja. Ich fahr nie wieder Fahrrad. Du machst auch keinen Autoführerschein. Nee, das tut dir wirklich nichts weh. Wir können doch mal zum Arzt, ne? Ich möchte nicht zum Arzt, wirklich alles gut. So, Schatz, du setzt dich bitte sofort hin, ruhst dich aus, ich mach den Tee, okay? Ich muss mich nicht ausruhen, das ist doch alles in Ordnung. Du hattest einen Autounfall, doch bitte. Ja, aber magst du dich nicht vielleicht irgendwie um dich selber kümmern, anstatt dich um mich zu kümmern? Weil nee, alles gut, ich mach das jetzt. Nee, ist nicht alles gut, das merke ich doch. Was willst du für einen Tee? Ich möchte gar keinen Tee. Man, das war doch auch genau die Situation von heute Morgen. Was war heute Morgen? Na, dass es dir nicht gut geht. Soll ich dir jetzt ein Tee machen? Hä, nee, verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Situation von heute Morgen, ja. Dass es mir nicht gut geht. Ja. Na, du hast dich doch mit Mike gestritten. Genau. Ja, und ich wollte dich halt was fragen, aber hab gemerkt, okay, nee, der Moment passt einfach gerade nicht. Ach du Scheiße, echt jetzt? Ja. Was wolltest du mich fragen, Schatz? Na, ich war eigentlich gerade auf dem Weg zu so einem Flohmarkt, weil ich gesehen habe, dass da so Dekorationszeug gibt. Ja. Und ich wollte halt fragen, ob du mich mit dem Auto hinfährst, ob wir da vielleicht zusammen hingehen wollen. Aber dann bin ich halt mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin schuld. Nein, so war das nicht. Ich bin schuld, doch. Alles gut. Warum bin ich nicht für meine Tochter da? Warum beachte ich sie gerade nicht? Nein, weil ich damit zu tun habe, mich mit Mike zu streiten. Ich habe dir nicht zugehört, ich war nicht für dich da. Nee, aber ich weiß doch, aber dass dieses Baby-Thema, das steht halt einfach gerade so präsent im Raum und deswegen... Aber du bist auch mein Baby, okay? Ich hab dich auch als Kind. Und es war scheiße. Ich dachte, wir schaffen alles und wir ruppen alles gemeinsam. Aber irgendwie geht es hier gerade drunter und drüber. Wie soll ich denn ein behindertes Kind großziehen, wenn ich meine, diese Familie auf die Kette kriege? Das ist doch so war das doch überhaupt. Milla! Kannst du mir jetzt bitte den Gefallen tun und dich hinlegen? Bitte. Dein Tee? Ich mach uns beide einen Tee, okay? Du musst dich auch absolut für nichts entschuldigen, weil es da nichts gibt. Okay. Ich würde deinen Tee. Ja, danke, Schatz. Oh Gott, ich bin wirklich eingeschlafen. Wie lange war ich denn weg? Na, Schlafmütze. Gut geschlafen? Ja. Ich habe mit Amalie gequatscht in der Zwischenzeit. Okay. Sie hat mir erzählt, was passiert ist. Okay. Und, geht's dir? Ja, ich glaube, das war einfach nur ein bisschen Kreislauf wegen dem Unfall. Aber mir geht's wieder besser. Würdest du nicht gern wissen, woher es kommt? Ob es nicht vielleicht doch irgendwas anderes ist? Ich würde vorschlagen, wir gehen zur Frauenärztin, das nicht einmal durchchecken, gucken, ob alles okay ist. Und machen nebenbei die Fruchtwasseruntersuchung bei Gelegenheit. Ich will wissen, was mit dir ist. Ich will wissen, ob es dir gut geht. Okay. Mehr nicht. Ja? Nimm. Wir können auch die Fruchtwasseruntersuchung machen. Jetzt doch. Ich möchte wissen, was mit dem Baby ist. Ich habe fast die Kontrolle über meine eine Tochter verloren. Da will ich das nicht noch über mein anderes Baby haben. Und wir müssen dann gucken, wie wir dann als Paar gemeinsam darauf reagieren und was wir für Schritte und Wege einleiten. Was ist die Alternative? Abschreiben? Das werden wir dann sehen. Entscheiden über Leben und Tod? Egal, was passiert. Wir machen es dann gemeinsam, okay? Wir sind ein Team. Sind wir. Wir entscheiden es gemeinsam, wir machen es gemeinsam. Ja? Wir sind gemeinsam für uns da.
Reicht das? Das Mike meint zusammen, schaffen wir das? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir müssen es versuchen. Irgendwie. Meine Freundin Carlotta, die ist nämlich auch hochbegabt. Ach was. Und die geht das Halbjahr denn aufs Internat. Und dort möchte ich gerne mit. Ich schieb doch nicht einfach ein 10-jähriges Kind ab, hä? Oder wer redet denn davon, Marie abzuschieben? Ich denke einfach nur daran, was für Marie das Beste ist. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du das auch. Hallo? Okay. Ordnung. Sag mal, Kollege Müller, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Ja, hi, Frau Emeling.